Okay. 0-2 hier in Hamburg. Ja, woran hat es heute gehapert? Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen. Also erste Halbzeit war es, glaube ich, eine der schlechtesten Leistungen, die wir in dieser Saison abgeliefert haben. Und dann hatten wir 0-2 in Rückstand. Und es wird dann schwer gegen eine spielstarke Mannschaft wie die HSV dann nochmal zwei Tore Rückstand aufzuholen. Zweite Halbzeit haben wir es ein bisschen besser gemacht, aber es hat nicht gereicht. Dennoch hat man ja in der zweiten Hälfte nochmal eine Leistungssteigerung gesehen. Warum konnte man denn noch nicht das Tor machen? Ja, wir haben uns einige Chancen erarbeitet, aber dennoch war es zu wenig. Also wenn du 0-2 in Rückstand bist, dann musst du natürlich schon Feuerwerk abliefern in der zweiten Halbzeit, um das wirklich aufzuholen. HSV hat es sehr clever gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir uns einige Chancen erarbeitet, aber die müssen dann halt auch rein. Weil sonst kannst du den Rückstand nicht aufnehmen. Ja, Freitag geht es ja dann weiter, Heimspiel gegen Weiche. Woran muss man jetzt arbeiten in der kommenden Woche? Ja, wir müssen jetzt halt aus dieser Niederlage lernen. Das ist ein langer Marathon und da wird es nicht nur Siege geben oder nicht nur positive Momente geben, sondern auch negative Momente und auch Niederlagen. Und damit müssen wir als Mannschaft arbeiten. Das haben wir nach der Niederlage gegen Trochtersen eindrucksvoll bewiesen, denke ich mal, dass wir stark wieder zurückgekommen sind. Und das müssen wir jetzt gegen Weiche Flensburg genauso wieder machen. Das wird jetzt nicht einfacher gegen Flensburg. Es wird genauso schwierig und ja, da müssen wir uns halt als Mannschaft zusammenreißen und alles dafür geben, dass wir wieder da Punkte holen. Okay, danke.